Willkommen, willkommen hier bei Tech Video, wo ich die Samsung Portable SSD T5 von Samsung hier auf dem Tisch stehen habe in einem wunderschönen dunklen Blau. Man kann sie auch in Schwarz kaufen, falls euch das Blau nicht gefällt, aber beides ist eine sehr schöne Farbe. Fangen wir aber hier jetzt erstmal an mit der Größe, die ich glaube die meisten von euch kaufen würden, wenn sie eine SSD kaufen, und zwar die 500 GB Größe. Es gibt eine 250 GB, 1 TB und 2 TB Version auch noch. Die 250 GB kostet 140 Euro circa. Dann haben wir hier einen 200 Euro Preis und dann geht es weiter mit 400 und 800 Euro jeweils dann für die immer doppelt werdenden Größen. Wird der Preis dann entsprechend auch dann immer doppelt aktuell. Das Schöne hier ist, dass wir die USB 3.1 Generation 2 Geschwindigkeit ausnutzen können, also eins der schnellsten Datenübertragungen, die es aktuell auf dem Markt gibt. Und natürlich können wir das sogar mit Android benutzen, nicht nur mit Windows oder Mac. Deswegen steht auch hinten mein Android-Handy da, damit wir wunderbar einfach dann hier die T5 auch zum Beispiel ans Smartphone anschließen können, Daten übertragen können, Backups erledigen können. Shock-resistant bis zu 2 Meter, also ihr könnt es auch fallen lassen. SSD, da geht normalerweise nicht viel kaputt, außer natürlich das Metallgehäuse außenrum kriegt ein paar Kratzer und nur 51 Gramm leicht, also es passt in jede Hosentasche, Sakko-Tasche oder natürlich auch in jeden Rucksack, alles kein Problem. So, dann schauen wir mal an, was wir so in der Verpackung mit dazu bekommen, wenn wir ab 130 Euro hier für eine externe sozusagen Festplatte ausgeben, die leichtes, kleines, stabiles und vor allem auch 3 Jahre Garantie hat, wie ihr gerade gesehen habt vorhin. Auf der Verpackung stand es ja drauf. So, und da ist sie auch schon. Die schöne kleine Festplatte. Sehr schönes Metallgehäuse. Dann haben wir hier in der Mitte den Teil, wo die SSD natürlich drin ist, mit einem USB-Stecker. Und da ist noch eine LED dahinter, hier unten irgendwo. Wenn ich sie gleich anschließe, dann seht ihr das, dass sie natürlich wunderschön ausschaut, wenn wir sie benutzen. Auf der anderen Seite viel Text, damit natürlich Samsung auch hier ihre eigenen Daten ablesen kann, falls sie doch mal ins Service gehen sollte. Und dann haben wir auf der anderen Seite nur T5 Portable SSD stehen mit dem kleinen Samsung-Logo, beziehungsweise ohne Logo. Auf der anderen Seite haben wir dann hier auch nochmal das Logo. Ich hätte mir gewünscht, dass auf der anderen Seite vielleicht das komplett leer ist, damit es natürlich ein bisschen neutraler ausschaut, aber naja, sieht auch gut aus und man kann sie natürlich einfach so hinstellen, weil sie ist ja komplett flach. Hier eine kurze Anleitung zum Anschließen und die ganzen Daten, die ich euch gerade erzählt habe, in vielen, vielen Sprachen. Und dann haben wir 2 Kabel mit dabei. Sehr schön. Einmal ein USB 3 auf USB-C Kabel, denn wir müssen natürlich hier mit dem USB-C alles anschließen, wie auch bei den neuesten Smartphones und MacBooks und so weiter, haben wir jetzt natürlich hier diesen Standardanschluss sozusagen. Und dann machen wir weiter mit dem USB-C zu USB-C Kabel. Das finde ich natürlich spannender. Hier können wir dann ganz einfach das an unser Smartphone anschließen oder natürlich an Geräte, die nicht den Standard-USB-Anschluss haben. Und das demonstriere ich jetzt auch mal ganz kurz, obwohl wir ja nur ein Unboxing-Video hier haben. So und so. Dann seht ihr, sie leuchtet blau, blinkt und gleich werden wir hier auf dem Smartphone oben ein Zeichen bekommen, Samsung USB Drive. Und dann kann ich anfangen, meine Daten hier rüber zu ziehen auf die Platte, wenn ich will, und genau, meine Backups machen. Es gibt 1-2 Konkurrenten auf dem Markt von günstigeren Herstellern wie Traxxas zum Beispiel, aber zum Beispiel ein starker Konkurrent ist von Western Digital. Die Version, die ihr hier sehen könnt, die ist länger und ein bisschen schmaler. Sind beide sehr interessant. Es wird natürlich einen Speedtest und Vergleich von mir zu den beiden geben, damit ihr auch dann wunderbar seht, welches besser. Aber hier seht ihr schon, die ist nicht aus Metall, deswegen fühlt sich anders an. Sind Fingerabdrücke drauf und so weiter. Hier bei der Samsung sieht extrem hochwertig aus und der Preis liegt teilweise sogar unter der Konkurrenz. Also auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war hier das ganz kurze Unboxing zur Samsung Portable SSD, die es auch jetzt schon auf dem Markt gibt. Wie gesagt, noch in einem schwarzen Metall-Look auch noch. Sieht extrem schön aus und ich freue mich schon, meine Daten schnell hier rüber zu ziehen, falls doch mal meine Festplatte auf dem PC oder auf dem Smartphone natürlich dann voll ist.